Fair, Dan Tömmernes wieder fair. Noch kein Schuss, Omar, jetzt Tömmernes mit dem Abschluss und Tor, das ist das 1:0 für Servette, das ein weiteres Powerplay ausnutzt. In der 5. Spielminute erzielt Tömmernes sein zweites Playoff-Tor von hinten und hat da Winnikallen fast die Scheibe noch berührt. Vor dem Tor auf jeden Fall steht er dort richtig, um auch Reto Berra die Sicht zu nehmen. Gestellt ist. Die Gänse sind drauf und dran, Freiburg vom Eis zu arbeiten und Moy erzielt das 2:0. Wieder ist es Tyler Moy. 3 Tore im letzten Match und heute kommt sein 4. Playoff-Treffer. Da gewinnt er entlang der Bande die Scheibe, macht ein paar Schritte, eine Finte und lässt alle Freiburger aussteigen, inklusive Goalie Berra. Die Gäste sind hier nur Zuschauer. Eine schöne Einzelleistung von Tyler Moy. Backhand zirkelt er da die Scheibe rein. Technisch brillant gemacht. Moy. Und fair. Schön, der Pass 3:0. Fair traf im letzten Match zweimal, heute kommt wieder ein Tor dazu, das 3. in dieser Serie für ihn. Und damit dürfte diese Partie entschieden sein. Die Zuschauer haben natürlich große Freude und wieder ist Moy beteiligt, der hier schön die Scheibe auf Fair spielt. Und die Freiburger, wo sind sie defensiv? Inexistent. Jecker lässt sich abschütteln, Moy kann die Scheibe auf den freien Fair spielen, Sprunger kommt zu spät. Defensiv ist Gauthier momentan. Nico spielt das Bulli und verliert es gegen Tanner Richards, der heute ohnehin der beste Genfer Bulli-Spieler ist. Und dann, ja, dann dürfte Wermin hier alles klar machen. Das ist es, das ist das 4:0. Joel Wermin schafft damit seinen 3. Treffer im Verlauf des Playoff-Viertelfinals. Aber kein Tor war einfacher als dasjenige hier. Da läuft er richtig an, kommt noch an die Scheibe mit einer Hand am Stock.